herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Tank Mechanica Simulator 2020. Ich bin's wieder, euer Florian TV, heute am Start. Ja, heute werden wir mal so ein bisschen, habe ich jetzt so gedacht, wir graden jetzt mal die Werkstatt ab. Erweitern die jetzt mal und werden mal so ein bisschen was die restlichen Feature hier noch freischalten. Oh, in der letzten Folge hier, vorletzten Folge, so. Wir können jetzt natürlich mehrere Panzer hier einbauen. Und ja, können jetzt zwei Panzer hier drin haben. Gar nicht mal so schlecht. Und wir werden unseren Auftrag jetzt auch noch annehmen. So, den nächsten Auftrag, einen Reparaturauftrag, der sehr hoch angesehen ist. So, schauen wir mal. So, was müssen wir denn machen? Bill möchte einen Reparaturauftrag bei uns durchführen lassen. Da der Panzer, ja, man merkt, ganz schön am Leiden ist. Man merkt, der Panzer ist am Leiden. Das in der Werkstatt von uns hier so. So, dann schauen wir mal. Gucken wir uns das gute Stück jetzt mal an. Haben wir hier eine Sackkarre? Ey, geil, wir haben eine Sackkarre. Geil. So, als allererstes nehmen wir erstmal den Motor wieder raus. Ihr kennt das Spiel ja schon bereits. In der Hoffnung, dass der uns jetzt hier nicht das Genick bricht, der Panzer. So. Dann wird er entrostet. Ja, erstmal wird er entrostet hier. Da der Panzer ja zu 90% hier einen schönen Schaden hat, aufweist. So, mal erstmal gucken, ob das jetzt in den Griff ging. Ich weiß noch nicht, wie, aber gut, okay. Schauen wir mal. Sollte aber eigentlich gehen, dafür, dass wir hier so eine fette große Werkstatt haben. Charlie, die erweitert haben. Gut, es gibt noch ein paar kleine Stellen hier in diesem Panzer, die wir vielleicht noch nicht behoben haben, aber ihr seht schon, der Panzer kann einem wirklich das Genick brechen. Wie ihr das seht, also wir machen jetzt die normale Reparatur, führen wir hier durch. Und wir gucken, dass er auch vernünftig ist. Geschweißt werden muss auch noch, hier ist ja einiges Schrott an dieser Kiste. Naja, was heißt ja einiges, hier ist eigentlich so gut wie alles Schrott. Zu 90% ist da irgendwie immer irgendwas kaputt an diesem Panzer. So, erstmal entrosten, die ganzen Teile hier machen. Oh nein, den Motor haben wir jetzt auch rausgenommen. Aber ihr seht schon, es ist heftig, wie so ein Panzer. Was das für einen Aufwand macht. Ah, seht ihr, der Panzer macht schon ganz schön Aufwand. Wenn man das hier so macht. Ja, es wird auch demnächst bald ein neues Play-Folgenspiel geben, was ich dann diesmal dann auch let's playen werde. Wird dann aber, ja, ich bin mir noch nicht ganz so schlüssig, was ich dann let's playen werde, aber ich habe schon eins zur Auswahl da, was ich dann so nehmen werde. Und könnt ihr mal reinschreiben, wie es euch so gefällt, wie ihr mich von der Stimme so hört, weil das ja ein neues Mikrofon ist diesmal. Ja, ich habe in ein neues Mikrofon investiert, in das YetiX habe ich investiert. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich mit der Qualität sehr zufrieden. Man hört mich klar und deutlich, man versteht alles, was ich sage. An der Audio hört man mich wunderbar. Und boah. Deswegen, also schauen wir mal. Jetzt müssen wir noch den Panzer eigentlich die Haube abnehmen hier. Den Geschützturm abnehmen. Müssen wir mal gucken, wo jetzt hier noch was kaputt ist. Naja, ihr seht ja, das kann uns wirklich das Genick brechen. Der Panzer. Aber ihr seht schon, der Panzer ist ja auch nicht schon ganz so alt. Der hat auch schon ganz schön seine Macken und Teile hier, weil der Kunde möchte es ja repariert haben.
wir wollen es natürlich auch sandstrahlen. Das Ganze wird jetzt auch erstmal gesandstrahlt. Hat den Hintergrund, dass es dann erstmal funktionieren tut. Ist natürlich viel Arbeit, aber naja, so viel Sägespäne fallen, wird auch viel gehobelt. Oder andersrum. Ich glaube eher andersrum, weil das so scheint. Aber wie gesagt, auf meinem Kanal wird es dann auch öfters mal Abwechslung geben zu dem Spiel. Es wird auch noch mehr andere Let's Play-Spiele geben, die ich dann nochmal so Let's Playen werde. Ihr dürft auch gerne eure Wünsche mal äußern, was ich mal Let's Playen soll für Spiele. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Ja, dann werden wir mal gucken, das was die meisten Stimmen der Likes dann hat, das Kommentar. Das Spiel wird dann auch Let's Played dann als nächstes. Und ja, wie gesagt, Wünsche sind immer gern gesehen bei mir. So. So. Müssen wir mal schauen, dass wir den Motor auch entrosten. Das sollte ja eigentlich funktionieren, der Motor, eigentlich zu 90%. In der Hoffnung, dass es hier funktioniert. Aber jetzt wird auch noch ganz gesandstrahlt, noch ein bisschen Schnieke gemacht hier die Kiste. So, wir wollen ja nicht, dass hier die Kiste geht oder so. So, dann schauen wir mal. Ja. So. Mal gucken, was wir hier alles anstrahlen, alles Schnieke machen, muss da sein. Denn das aus meinem Panzer hier völlig kaputt verrostet durch die Gegend fährt. So, jetzt erstmal unter dem Boden lang. Wenn welche Teile hier nicht erwischt haben, dann erwischen wir sie jetzt, spätestens jetzt. Sieht eigentlich ganz gut aus. Da hinten haben wir auch noch einen. So, ja. So. Dann werden wir die Abschlepphaken hier nochmal ran machen. So, in der Hoffnung, dass es dann klappt. Werkzeugkasten. Reparatur anfordern. Ja, kostet mich nur 22.000 US-Dollar, aber naja. Haben wir eigentlich noch was zum Upgraden hier? Nö, wir haben jetzt alles geupgradet, Leute. Und ja, können wir eigentlich mit dem Grundieren anfangen von dem All. Gut, wir können den ganzen Panzer jetzt auseinandernehmen und jedes einzelne Teil zerlegen, aber dann sind wir morgen noch nicht fertig. Ich denke mal, wenn wir die Grundaufgaben machen hier so, wie man es beigebracht hat im Spiel, dann wird das auch reichen. So, mal gucken, die Abschleppösen hier noch schön treffen. Ja, das Grundieren ist mal so ein bisschen Geduldsarbeit hier im Spiel. Aber naja, es lohnt sich aber auch. Gucken wir mal. Das soll sich ja auch lohnen. Muss ja schließlich auch wieder heile sein und der Panzer soll ja auch wieder funktionieren. Kunde möchte einen heilen Panzer haben, also kriegt er den auch einen heilen Panzer. Schön frisch lackiert. Mit allen Sachen, die dazugehören. Aber naja, gut. Jan. So, kann man hier ein bisschen grundieren, da noch ein bisschen grundieren. Ja, der Fahrzeuginnenraum muss auch grundiert sein. So, dann stellen wir mal auf Farbe und dann sieht das hier, boah, guckt euch das an hier, das sieht doch schon wieder ganz anders Oberklasse hier aus. Schön, dass doch wieder aussieht, der Panzer. Seht ihr, so einen rostigen Panzer kann man auch mal wieder schnell schick machen. Gut, aber in der Fährt ist die nächste Möglichkeit, dann müssen wir dann erstmal gucken.
aber mit Farbe kann man eigentlich sehr viel machen, dass es eigentlich auch wieder gegen den Rost entgegenwirkt. So. Schauen wir mal, wie es sieht. Ich hoffe, dass es jetzt auch richtig nice wieder wird. Also ins Museum können wir den nicht packen, leider ist er im Kunden. Aber warum denn nicht, ne? Kann man jetzt mal wieder fit machen, hier die Kiste. Und wenn ich jetzt hier was vergessen habe, dann ist es natürlich blöd. Aber in der richtigen Werkstatt machen die das natürlich auch immer so, ne? Pi mal Daumen. Eigentlich sollte es vernünftig gemacht werden. So, sieht natürlich wieder schnieke aus, bis auf hier vorne. So. Also ich muss sagen, der Panzer sieht schon echt nice wieder aus. Und wir können jetzt natürlich auch echt alles reparieren hier drin, den Sitz ausbauen und gucken, dass wir das hier alles mal wieder alles in Ordnung bringen. Aber ansonsten nicht, dass wir hier irgendwas noch haben. Zustand äußerer Hülle 93%. Yay. So. Kraftstofftanks können wir rausnehmen. Die können wir dann noch mal ein bisschen schnicke machen. Da noch ein bisschen schnicke machen. Gehäusegetriebe können wir auch noch mal rausnehmen. Generator. Wir können das ja hier alles so ein bisschen schnicke machen. Dass er dann hier zumindest wenigstens hier hinten ein bisschen vernünftig läuft. Ja, das muss ja sein, dass er wenigstens. Getriebe ist schon ganz wichtig, dass man das Getriebe rausnimmt. Und dass das vernünftig läuft, das muss schon sein, weil anders geht's ja nicht. So. Anfordern, Reparatur anfordern. Gucken, was wir mit dem Motor machen. Der sieht jetzt zu. Motorzustand 100%. Okay, Motorzustand ist in Ordnung. Muss da noch irgendwas gemacht werden? Nö, ich glaube eher nicht. Der Motor ist funktionabel. Luftfilter. So, dann fehlt da noch die Antriebsgehäuse. Ja, ist gar nicht mal so schlecht. Ist aber auch ein amerikanischer Panzer. Glaube ich, ein Ami-Panzer sollte das sein. Ah, da fehlt schon wieder die Hälfte, ich wusste es doch. Wird immer grundsätzlich irgendwas an diesem Teil. Schaltgetriebe. Antriebsrad. Hier die Teile finden. Kühler haben wir nicht. Abfallkasten haben wir. Haben wir noch irgendwas hier rumliegen im Lager? Achso, der vordere Schaltgetriebe. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ja, das vordere Schaltgetriebe. Und was haben wir noch? Oh. Ja, die Sitze. Ja, genau die Sitze. Mensch. Nicht vergessen, hier einzubauen, die Sitze. Wir wollen ja schließlich damit auch fahren. So, das ist natürlich ein KV-2-Panzer. KV-2-Panzer sind in der Regel recht eigentlich relativ robust. KV-2. So, jetzt müssen wir mal gucken. KV-1, KV-2. Ami-Kiste. Aber naja, gut. Ist nicht schlimm, Banne. KV2, so Motor haben wir alles, Gleiskette.
Schaltgetriebe, Kraftstoffsystem. Kaufen trotzdem noch mal alles. Man weiß ja nie beim KV2, ob es dann passt. Ist denn die nächste Frage, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber Auspuffrohr sollte eigentlich immer passen. Ich glaube, wir haben die falschen Teile bestellt. Obwohl ich eigentlich gesagt habe KV2. Ach nee, das ist hier KV2. Das sind die Teile. Oh nein, ich bin so doof. Okay, alles klar, Leute. Kraftstoffsystem wird jetzt mal gemacht. Oh ne, da kauft man doch schon die falschen Teile. Oh nein, oh nein. Das kann auch nur mir passieren. Motorabdeckung. Achso, den Motor, den können wir übrigens wieder einbauen. Den brauche ich nämlich nicht, den Motor. Guck wieder. So, dann schauen wir mal. Es spinnt jetzt hier ein bisschen rum, Leute. Das dürfte mich aber nicht übel nehmen. So, wir nehmen jetzt die, machen wir die hier weg hier. Wollen das mal hier reparieren. Laufrad, das machen. Laufrad. So, läuft. Kiste wieder funktionstüchtig. Naja, gewissermaßen. Auf die Gleiskette, die sollten wir vielleicht nochmal ersetzen. Kaufbau 2. Gut, KV2 brauchen wir die Gleiskette. So, natürlich will der Kunde das natürlich zu 90% wieder haben. Gut, ab und zu leckt das hier mal wirklich das Spiel, kann man aber nichts machen. Das so ein bisschen leckt, das liegt aber auch daran, dass das Spiel schon, also es ist dieses letztes Jahr rausgekommen. Aber es macht auch total viel Spaß, muss ich dazu sagen. KV2 Gleiskette. Oh, noch zwei Stück davon kaufen. Oh Mann, das war wohl nicht so eine gute Idee. Na gut. Aber gut, wir wollen, dass der Panzer wieder funktioniert. Also müssen wir uns hier auch Mühe geben als Werkstatt. Wir können hier nicht so einen 0815 Panzer mal eben auf die Straße schicken. So, haben wir das. Das. Also die Gleisketten sind schon mal. Funktionstüchtig, also betonen. Wir haben ein Tablet, wir können alles kaufen an Materialien, was wir so brauchen. Wanne innen haben wir die zwei Sachen, Drehstab, Wanne. Gut, der Rest wird dann wieder entsorgt, wenn wir es dann nicht mehr brauchen. Abschleppseil brauchen wir auch. Kotflügel. Gut, müssen wir natürlich anbringen. Ist natürlich scheiße, wenn wir Kotflügel natürlich nicht anbringen. Nein, haben wir nicht. Gut, dann müssen wir dann nochmal nachrüsten. Motorabdeckung. Können wir natürlich hinbringen. Kühlerverzierung, Motorluke, Kühlerverzierung, achso, da brauchen wir auch wieder. Auspuffrohr. Hätten wir zwei gebraucht von, nee, ja, gut, okay, das ist der Werkzeugkasten, können wir nochmal nachbestellen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich finde es gar nicht mal so schlecht. Räder geschützt und Wanne außen.
vorne noch so eine Treppöse. Auspuffrohr brauchen wir. Kühler. So ein Dings. Also Abschleppseil haben wir schon mal. Und die Kiste haben wir jetzt auch. Was davon jetzt noch übrig? So eine Kühlerverzierung haben wir jetzt auch. Hier noch so einen komischen Lukendeckel. Auspuffrohr haben wir jetzt auch. Es fehlt nur noch der Werkzeugkasten. Dann brauchen wir zwei Stück von. Gut, das ist jetzt nicht das Problem, dass wir davon zwei Stück brauchen. Findet ihr aber auch hier, indem ihr einfach unter Wanne geht und. Nee, gar nicht wahr. Noch Werkzeugkasten 2 findet ihr unter Wanne. Kauft ihr, könnt die Sachen auch selber herstellen. Rein theoretisch. Ich kann einfach nur zum Schrott gehen und euch die Anleitung kaufen. Also man kann die aus sich kaufen, die Anleitung. Die findet ihr unter Anleitung AV2. Panzerentwurf kaufen. Kostet euch ein paar Euro kostet euch das. Aber in die Anleitung, dann könnt ihr das rein theoretisch auch selber erstellen. Indem ihr einfach hier hingeht und sagt, sucht euch aus KV2, was ihr alles herstellen wollt, und dann seht ihr oben in der Leiste und 1890 Teile, Schrottteile habt ihr, und da könnt ihr dann was basteln. Eben das jetzt nicht genügend. So. Aber wie gesagt, wir werden jetzt mal den Geschützturm hier nochmal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Aber gut, da ist jetzt auch nicht besonders viel drin in diesem Geschützturm. Wie ihr schon merkt, es ist nicht gerade einfach mit so einem Geschützturm umzugehen. Vieles ist noch hier verrostet, veraltet, und das muss man dann doch nochmal ein bisschen entrosten. So, das kommt dann einfach in die Reparatur. Aber ist jetzt nicht schlimm, wenn ihr das nicht in die Reparatur... Gibt da einfach in die Reparatur das Ding. KV2, ne, Sitz. Was ist der Sitz? Reparatur anfordern, kostet euch jetzt auch nicht besonders die Welt. Ist jetzt auch nicht schlimm. Der Sitz jetzt fertig. Wo ist der kaputt? Achso, der ist. Ah, da müssen wir kurz warten. Das ist natürlich immer so ein bisschen blöd, dass man warten muss. So. Ansonsten ist der Panzer ganz, fehlt eigentlich nicht mehr großartig was. Ihr könnt es auch bestellen. KV2. Schützturm innen. Wichtig ist, dass ihr den recht, dass ihr das Visier noch an. Ladegeschützturm. Gibt es noch ein Visier, aber ansonsten habt ihr eigentlich so gut wie eigentlich alles an diesem Panzer. Kann er nicht mal hier hochkratzeln? Doch, kann ich. Okay, dann haben wir das ja auch geschafft, Leute. Und dann grundieren wir das Ganze. Ist ja eigentlich auch so gut wie fast fertig jetzt der Panzer. Der KV2 hier. Kampfmittelräumungsdienst hier. Naja, das ist aber. Ich kann mir gut vorstellen, dass das für die einen oder anderen Spaß gemacht hat, das Spiel. Es ist auch echt cool. Es macht ja auch wirklich Spaß, gebe ich zu. Bin ja selber sehr begeistert davon. Ach, hier hat er noch so ein Loch, da müssen wir nochmal flicken. Ein bisschen Schweißarbeit. Müssen wir jetzt noch machen. So, dann müssen wir noch einmal grundiert ist er ja. Und Farbe bringen.
Und dann könnt ihr dem jetzt noch einen guten Sticker drauf verpassen. Wer mag, kann ihm noch einen Sticker verpassen. Ihn zu 100% bringen. Aber die meisten Panzer sehen eigentlich relativ fresh aus. Finde ich zumindest, dass das hier so nicht gut aussieht. Und entweder ihr buddelt mal so einen zufällig aus oder so im Spiel. Oder eben nicht, je nachdem. So, der Panzer kommt das Geschützturm wieder, der Geschützturm drauf. Schon das Geschützturm. Hallo, ich habe gesagt, Geschützturm wieder draufstellen. Ich habe nicht gesagt, dass du ihn verschieben sollst. So, kann er denn jetzt bitte wieder auf den Panzer drauf, Geschützturm? So, alte Position zurücksetzen, fertig. Und der Panzer ist so gut wie zum 97% fertig. Also, wie ihr seht, ist jetzt nur noch Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen. Aber ich denke mal, so kann man das beim Kunden abgeben. Und ich hoffe, es hat euch an der Stelle mal wieder super gut gefallen. Ich räume jetzt noch ein bisschen die Werkstatt auf. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein dickes Like da. Oder einen Kommentar. Oder einfach mal ein Follower. Oder ihr lasst einfach mal so einfach mal ein Abo da. Würde mich natürlich darüber riesig freuen. Also was wir jetzt noch machen müssten, ist noch ein bisschen auffüllen. Das werden wir jetzt auch gleich tun. So, das werden wir jetzt noch machen. Öl auffüllen. KV2 Motor. Rostschutzmittel. Wenn wir noch auffüllen, ja, dann würde ich sagen, hat sich das Ganze so gut wie heute noch erledigt. Mehr oder weniger. Und dann haben wir es auch geschafft. So, dann ist der Panzer auch startklar, der Motor kommt wieder rein. In die Position setzen. Der Panzer ist fertig und ich würde sagen, ich verabschiede mich mit einem großen Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao, ciao.